Na, mein Geburtstagskind, freust du dich schon auf deine Party? Und wie? Wir spielen Fang das lustige Hippo und tanzen die Gänseblümchen und... Vergiss den Clown nicht. Oh ja, der Clown! Wozu ein Clown? Du bist doch selbst einer. Sei nicht so gemein, Henry. Wenn er Geburtstag hat, wieso muss ich dann eigentlich baden? Jetzt ab mit dir und hilf deinem Vater bei den Geschenktüten. Yippie, yippie, yippie! Und ich muss ja noch den Geburtstagskuchen fertig machen. Kuchen? Das klingt schon besser. Ich habe Bert eingeladen. Ja! Damit du Gesellschaft hast. Aber versprich mir, dass du dich benimmst, Henry. Ja, Mama. Ich nehme an, der Zwerg muss hin und wieder auch mal Geburtstag feiern dürfen. Oh, ja. Nicht rein. Wir haben nämlich schon einen Clown. Ja, und der steht direkt vor meiner Nase. Geh mir aus dem Weg. Wegen dieser Party verpasse ich meine Lieblingssendung. Wehe, das lohnt sich nicht. Bert, sieh dir das an. Der Kuchen ist bestimmt oberlecker. Der gehört mir. Den Kuchen gibt es erst nach der Clown-Vorstellung. Wo sind die Süßigkeiten? Henry, hast du Peters Geburtstagsgeschenk? Ja, es ist oben. Yippie! Ui, eine Handpuppe! Danke, Ludwig! Schau, Mama, ich habe eine Taschenlampe bekommen, damit ich im Dunkeln Märchen lesen kann. Selbstgestrickte Ohrenwärmer, ein großes Blumenlexikon und eine Schachtel Verschwindibus-Schokolade von Laura. Verschwindibus-Schokolade? Ja, die kann einfach verschwinden. Warte, bis Peter eine Ladung davon abkriegt. Zum tausendsten Mal. Ab in die Schule. Was? Hat es für einen Sinn, in die Schule zu gehen, wenn ich sowieso bei den Killerboy Reds einsteige? Gar kein. Reine Zeitverschwendung. Schule. Abmarsch. Und wenn du meinst, wir gehen mit dir zu dieser schrecklichen Band, irrst du dich gewaltig, Henry. Au! Papa! Henry hat mich gestoßen. Sei nicht so gemein, Henry. Warum nicht? Das ist das Wichtigste in meinem Leben und ihr geht nicht mit mir hin. Das ist gemein! Mama und Papa erlauben es mir nicht. Das ist doch oberfies. Ich würde zur Polizei gehen und sie anzeigen. Schultalentwettbewerb. Alle Schüler dürfen mitmachen. Erster Preis? Karten für ein Konzert deiner Wahl. Problem gelöst. An deiner Stelle würde ich da gar nicht erst mitmachen. Wir gewinnen nämlich. Ha, nicht wenn ich mit meiner neuen Band auftrete. Ha! Und wie heißt diese neue Band, ha? Henrys schreckliche Helden. Ja, Henrys schreckliche Helden. Was ist denn das für ein Name? Oh.
Name der Band, die den Talentwettbewerb gewinnen wird, am, Naja, übermorgen. Na, 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 na. Sag mal, Henry, wer spielt eigentlich in deiner Band mit? Du natürlich. Meinst du wirklich, dass wir gewinnen können, Henry? Ja, klar, wir gewinnen ganz sicher. Wow, spitzenmäßige Gitarre, Bert. Ja, meine Mutter lässt mich zu Hause nicht spielen. Sie sagt, sie kriegt davon Kopfweh. Mütter kapieren einfach gar nichts. Also, was wollen wir spielen? Was können wir spielen? Dein Auftritt wird ganz bestimmt ein voller Erfolg, Peter. Wir werden sehr stolz auf dich sein. Sehr verehrtes Publikum, heute spiele ich für Sie mein Lieblingsstück. Hippo, das lustige Flusspferdkind. Stell das sofort ab, Henry! Herzlich willkommen zu unserem Ballettabend von Madame Tutu mit ihrer Anfängerklasse. Wir freuen uns alle auf ein neues Stück mit dem Titel Ich höre ein Gewitter. Sieht Peter nicht entzückend aus? Ich kann Henry nirgends entdecken. Wie siehst du denn aus? Naja, wenn's kracht und donnert, muss es auch einen Blitz geben. Halt! Du bleibst hier stehen, rühr dich ja nicht vom Fleck und versuch bloß nicht zu tanzen. Aber hier sieht mich doch niemand. Ja, ganz genau. Ha, geschafft. Karateunterricht, ich komme! Oh je. Henry. Henry, tanzt einfach irgendwie mit. Also das war sehr experimentell und sehr modern. Ja, äußerst modern. Oh, du warst super, Henry. Ja, und du warst auch kein so übler Wolkenzwerg. Oh. Das war das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Du solltest mit uns in Karate gehen, Henry. Vielleicht mache ich das, Alf. Wäre gut möglich. Ich habe keine Ahnung, wo diese Musik auf einmal herkam. So etwas Peinliches. Überhaupt nicht. Toll gemacht, Henry. Scheint, als hättest du die Aufführung gerettet. Ja, Henry. Scheint tatsächlich so. Und weißt du was, Henry? Ja? Madame Tutu hat vorgeschlagen, dass du ab jetzt zweimal die Woche in ihren Unterricht gehst. Ach, er ist ja so talentiert. Heute noch als Blitz auf der Bühne und schon morgen als Stangenbohne. Als Stangenbohne? Thank you.
ihr schreibt heute ein Diktat. Hast du das schon vergessen? Henry, du schrecklicher Junge, du hast kein bisschen geübt. Ich finde, heute ist ein guter Tag zum Kranksein. Henry, bist du schon aufgestanden? Oh, ich fühle mich irgendwie krank, Mama. Für mich fühlst du dich ganz normal an. Zieh dich an und putz dir die Zähne. Ihr ist völlig egal, wenn ich die ganze Schule anstecke. Nein, ich glaube, er ist wirklich krank. Er ist ganz blass und heiß. Er kann heute einfach nicht in die Schule gehen. Haha, es hat geklappt! Henry, warum bist du nicht angezogen? Du hast doch gesagt, ich bin zu krank und kann nicht in die Schule. Damit habe ich aber Peter gemeint. Peter? Krank? Nein! Das ist gemein! Peter, glaubst du immer und mir nicht? Ach, red nicht so einen Quatsch, Henry. Übrigens, Babypuder und Wasser vermischen sich nicht. Ich will aber zu Hause bleiben. Es geht mir schon viel besser, Mama. Und ich möchte in die Schule. Heute haben wir doch Sachkunde. Henry, du bist nicht krank und du gehst in die Schule. Peter, du bist krank und du bleibst daheim. Nicht, dass ich von Bakterien befallen wurde. Igitt! Entweder das oder ein Diktat. Meine Güte, Henry auch. Oh, dann gehe ich schnell zur Arbeit, bevor ich mich auch noch anstecke. Macht's gut! Scheint, als würdest du auch daheim bleiben müssen, Henry. Ja, geschafft! Na dann komm ab ins Bett, Henry. Wenn du krank bist, musst du dich hinlegen. Und das heißt, keine Computerspiele. Aber Mama, mit Computerspielen geht's mir bestimmt besser. Wenn du Computerspiele spielen kannst, kannst du auch in die Schule gehen. Was ist der Witz am Kranksein, wenn man nicht am Computer spielen darf? Mama, ich hab Hunger! Mama, ich hab Durst. Mama, mein Bett ist zu warm. Mama, mein Bett ist zu kalt. Mama! Gefrühstückt! Oh. Na gut, machen wir die Geschenke auf. Hurra! Hier, das ist für dich. Oh, für Henry? Ein Faxgerät? Ich dachte, das wäre eine galaktische Schleimpistole. Wie seltsam. Das Faxgerät habe ich für deinen Vater besorgt. Was ist denn das? Macht ihr Witze? Und das habe ich für dich besorgt. Cello-Noten.
Aber ich spiele gar nicht Cello. Oh, ein Bild aus getrockneten Blumen. So eins wollte ich schon immer haben. War das nicht für Tante Ruth? Was ist denn das? Ja, ich habe einen Bum-Bum-Zerstörer. Hey, das ist gemein. Ich wollte so einen haben. Jemand muss die Namensschilder vertauscht haben. Was soll ich denn mit einem Faxgerät anfangen? Die Namen sind vertauscht worden, Henry. Weißt du, wie das passieren konnte? Nein, ich habe keine Ahnung. Wer hat es dann getan? Der Weihnachtsmann. Er muss durcheinander gewesen sein. Ja, genau. Es war der Weihnachtsmann. Aber wieso würde der Weihnachtsmann unsere Geschenke vertauschen? Der Weihnachtsmann hatte wohl so viel zu tun, dass er sie verwechselt hat. Dummer Weihnachtsmann. Nun, dann helfen wir dem Weihnachtsmann eben und finden heraus, welches Geschenk wem gehört. Oh, aber mir gefällt mein Geschenk. Tja, vielleicht könnte ich ja Cello spielen lernen. Ich kann dir Unterricht geben, Tante Ruth. Hier, Henry, dieses Ding ist für dich. Oh, danke, Mama. Hey, die gehört mir. Ach, komm schon, Achim. Wir teilen uns meinen Bum-Bum-Zerstörer. Na gut, von mir aus. Aber ich darf zuerst. Ja, los, Bum-Bum-Zerstörer. Achtung, Schleimangriff, vorwärts. Das war aber gemein, Henry. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh Leinenswerk. Ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Ah! Hör zu, du Zwerg. Du hast die Nummer 42. Die will ich haben. Ich gebe dir 50 Cent dafür. Aber mir gefällt dieses Los. Es gehört mir und ich will es behalten, weil ich... Wie viel? 2 Euro. 42. Ja! Yeah. Komm mit, jetzt amüsieren wir uns. Du kannst es. Du kannst es. Ich kann's einfach nicht. Alle Besitzer der Piraten, ihr Windspiellose, aufgepasst! Der Gewinner wird in Kürze bekannt gegeben. Hast du gehört? Ich muss mir meinen Preis abholen. Es tut mir wirklich schrecklich leid, Frau Lieblich. Und gewonnen hat... Nummer 42! Ja! Du hast mich angelogen. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Gewonnen! Nein, leider nicht, Henry. Dein Los ist von der Tombola und nicht von unserem Piratenspiel. Wer hat die Nummer 42? Du hast bei beiden Losen die 42? So alt bin ich in Hundejahren. Danke. Mein Leben ist ruiniert. Würde der Besitzer des Tombola-Loses 42 bitte zum Tombola-Stand kommen und seinen Gewinn abholen? Moment, genau, ich habe die Tombola gewonnen. Platz da, ich muss den Gewinn abholen. 42, 42, ich habe Nummer 42. Ich gratuliere dir, Henry.